Guten Abend und herzlich willkommen im oder am Deutschen Architekturmuseum. Mein Name ist Andrea Jürges, ich bin stellvertretende Direktorin hier am Haus und seit mindestens 2017 engagiert in dem Bühnenthema und freue mich sehr, dass wir heute die nächste Veranstaltungsreihe eröffnen können, wenn auch nicht in Präsenz, offene Bühnen, öffentliche Räume. Die Inhaltsdebatte ist hiermit eröffnet, etwas, was sich schon viele und wir alle uns, glaube ich, gewünscht haben. Und dazu freue ich mich, dass wir das heute debattieren können und sagen können, geben Sie uns per Chat, anders ist es im Moment nicht möglich, gerne Ihre Vorschläge, was in offenen Bühnen passieren kann, was öffentliche Räume tun können. Und ich übergebe jetzt mit Freuden an Christoph Schäffer, den Moderator des Abends vom HR. Vielen Dank. Ja, auch von mir schönen guten Abend und herzlich willkommen aus dem Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt am Main. Auf der anderen Seite des Flusses, da liegt sie, die Doppelanlage, die sogenannte von Oper und Schauspiel, über deren Zukunft die Frankfurter Stadtgesellschaft ja nun schon seit Jahren sehr engagiert debattiert. Anfang dieses Jahres hat das Stadtparlament nach mehreren Gutachten und intensiver Prüfung durch eine Stabsstelle entschieden, das Gebäude abzureißen und die städtischen Bühnen neu zu bauen. Offen ist die Frage des Standorts und der damit verbundenen Perspektiven und Chancen für die Stadt und für die Bühnen selbst. Und darüber wollen wir ins Gespräch kommen in einer Bürgerdialogsreihe zu den Bühnen der Zukunft, veranstaltet vom Deutschen Architekturmuseum. Das Thema heute Abend: offene Bühnen, öffentliche Räume. Es geht um die städtebauliche Vernetzung und Öffnung der Bühnen und um die Rolle, die deren Gebäude auch tagsüber für die Stadtlandschaft spielen können. Und Anfang kommenden Jahres soll es in einer weiteren Veranstaltung um die Frage gehen, welche Bühnen für das 21. Jahrhundert, also um die künftige Arbeit von Theater und Oper und darum, wie sich die Bühnen durch ihr Programm noch mehr für die Stadtgesellschaft öffnen können. Heute Abend begrüße ich hier im Deutschen Architekturmuseum Dr. Ina Hartwig, die Kulturdezernentin der Stadt Frankfurt, und Jörg Schaub, den Geschäftsführer der Wirtschaftsinitiative Frankfurt-Rhein-Main. Zugeschaltet aus ihren jeweiligen Homeoffices sind in Hamburg Professorin Ingrid Breckner, Soziologin und Leiterin des Arbeitsgebiets Stadt- und Regionalsoziologie an der HafenCity-Universität. Guten Abend nach Hamburg. Und in Berlin ist uns zugeschaltet Professor Falk Jäger, Architekturtheoretiker und Architekturkritiker, der sich schon lange auch mit der Frankfurter Situation beschäftigt und gut auskennt, der auch über dieses Haus, in dem wir sitzen, über das Deutsche Architekturmuseum bei seiner Eröffnung in den 80er Jahren geschrieben hat. Mein Name ist Christoph Schäffer, ich bin Kulturredakteur beim Hessischen Rundfunk. All, die unsere Debatte verfolgen, haben die Möglichkeit, mit Kommentaren, Fragen und Ideen einzugreifen und unser Gespräch ein bisschen mitzusteuern. Das Chat-Tool dafür finden Sie auf der Webseite des Deutschen Architekturmuseums. Die lautet DAM, wie Deutsches Architekturmuseum, -online.de. Sie sehen es auch eingeblendet, / Bühnen der Zukunft. Also damonline.de, Bühnen der Zukunft. Und wenn Sie dann unter dem Livestream schauen, dann ist dort das Chat-Tool, über das Sie uns Fragen, Anmerkungen, Kommentare schicken können. Und was uns besonders freuen würde, Ideen zur Frage, was erwarten Sie von den künftigen Gebäuden der städtischen Bühnen? Was erwarten Sie vielleicht auch über das Theater, über die Oper hinaus von diesen Häusern? Ina Hartwig, ich würde gerne bei Ihnen anfangen. Es hat sich ja in den letzten Monaten einiges getan, was das Thema angeht. Und das hat vor allem mit zwei Initiativen zu tun, die ganz unterschiedliche Ziele verfolgen. Zum einen gibt es eine Initiative, die gerne das Schauspielhaus von 1902 rekonstruieren und wieder aufbauen würde und die dafür ein Bürgerbegehren gestartet hat, was jetzt geprüft wird vom Rechtsamt der Stadt. Und es gibt auf der anderen Seite die Initiative Zukunft städtische Bühnen, die das bestehende Gebäude gerne zu einem großen Teil erhalten würde und die sich dabei auch auf den Denkmalschutz berufen können, der ja das Wolkenfoyer, also die große gläserne Front mit den Wolken, mit der Wolkenskulptur unter Denkmalschutz stellen will. Sind diese beiden Initiativen für Sie, Frau Hartwig, Anlass, die Entscheidung für Abriss und Neubau nochmal zu überdenken? Ich möchte zwischen diesen beiden Initiativen wirklich sehr deutlich unterscheiden. Die eine Initiative, die sich eine Rekonstruktion des Baus von 1902 wünscht, des Seelingbaus,
ist für mich überhaupt nicht inspirierend. Das muss ich ganz offen sagen. Ich halte das für eine rückwärtsgewandte Perspektive, die ein Theater der Zukunft nicht weiterbringt. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir, wenn wir die Bühnenfrage für Frankfurt lösen, eine in die Zukunft gerichtete Perspektive einnehmen müssen. Wir brauchen ein anderes Theater, wir brauchen offene Theaterräume, offene Bühnen, aber auch offene Gebäude. Davon bin ich zutiefst überzeugt, in einer Gesellschaft, die sich doch im Laufe der letzten Jahrzehnte stark verändert hat. Auch Frankfurt hat sich stark verändert. Es ist eine Stadt mit viel mehr Einwohnern. Die Stadt ist auch spürbar voller als früher. Sie ist internationaler geworden. Das Publikum, das unterwegs ist in der Stadt, ist viel präsenter als früher. Darüber werden wir ja im Laufe des Abends auch noch sprechen. Ich will damit nur andeuten, dass eben das Publikum und der Gegenwartsbezug einer Stadt für mich sehr wichtig ist bei der Frage, wie wir mit den Bühnen zukünftig umgehen. Und ich sehe hier bei einer Rekonstruktion des Gebäudes von 1902 keine Perspektive, die uns weiterbringt. Die andere Initiative hingegen hat ein großes Verdienst. Sie hat daran erinnert, woran ich ehrlich gesagt auch immer schon erinnert habe, nämlich dass die 50er und 60er Jahre Bauten in Frankfurt, aber auch anderswo einen Wert haben, der vielleicht doch eine Weile lang nicht angemessen gewürdigt worden ist. Und insbesondere die Theaterdoppelanlage, deren Foyer-Baujahr von 1963 stammt, inzwischen allerdings durch diverse Umbauten auch nochmal verändert worden ist. Dieses Gebäude, insbesondere der vordere Teil, steht ja für die 60er Jahre für eine gewisse Transparenz, für einen Aufbruch in eine sich demokratisierende Bundesrepublik. Und dieses Gebäude hat auch Frankfurt sehr stark geprägt und all das fokussiert sich in dem Wolkenfoyer, also der Glasfront mit ihrer schönen Transparenz und den Wolken von Zoltán Kemény. Dieser Foyerbau ist nun unter Schutz gestellt worden von der Landesdenkmalbehörde und ich bin über diese Entscheidung sehr froh, weil sie uns die Sicherheit gibt, die wir schon lange uns wünschen. Man muss dazu sagen, sie hat nicht den Rest des Gebäudes unter Schutz gestellt, sondern eben nur den Foyerbau mit dem Glasfoyer und den Wolken als Markenkern, so möchte ich das mal sagen. Und wie wir mit diesem Markenkern umgehen, welche Lösung wir finden werden, das ist ein sehr spannender Prozess, der im Dialog mit der Denkmalbehörde sich entwickeln wird. Wir sind hier noch nicht zu einer Entscheidungsreife gekommen, aber das ist ein sehr spannender Prozess, eine tolle Aufgabe und ich bin sehr froh, dass die Entscheidung für den Foyerbau jetzt gefallen ist. Und um auf die Initiative Nummer 2 zurückzukommen, also eine Sanierung der gesamten Doppelanlage habe ich sehr gründlich geprüft. Das möchte ich an der Stelle nochmal wiederholen, sehr, sehr gründlich geprüft. Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass eine sinnvolle Sanierung nur zu enormen Kosten möglich wäre und die Grundmängel des Gebäudes niemals aufgehoben würden. Es ist ein sehr verschachteltes Gebäude, das in verschiedenen historischen Schichten entstanden ist und als sozusagen Gesamtbau auch nicht der große Wurf ist. Was überzeugend ist an diesem Gebäude, ist die Glasfassade mit dem Wolkenfoyer, aber nicht der Rest. Und insofern werden wir uns über das Wolkenfoyer verständigen. Und damit ist die erste Frage aus dem Chat auch schon beantwortet von Heike Drummer, die nämlich genau wissen wollte, wie verhält es sich mit dieser Denkmalschutzentscheidung und dem Abriss des Gebäudes ansonsten. Jetzt wollen wir aber in die Zukunft schauen und auf die Perspektiven, die die städtischen Bühnen auch im Stadtgeflecht, in der Stadtlandschaft entwickeln könnten. Frau Hartwig, Sie haben dazu die Vision einer Kulturmeile in diesem Jahr entwickelt. Die ist auch ausführlich vorgestellt worden. Vielleicht können Sie trotzdem noch mal kurz skizzieren, was aus Ihrer Sicht es bringen soll, auch den Bühnen bringen soll, in so eine Perlenkette von Jüdisches Museum, Schauspiel, Oper, MMK, English Theater bis hin zur Alten Oper entlang der Wallanlagen eingereiht zu sein. Was bedeutet dieses Umfeld für Schauspiel und Oper? Ja, mir scheint es sehr sinnvoll zu sein, zwei neue Bühnen zu bauen und damit auch eine Interimssituation einsparen zu können. Denn Sie müssen bedenken, wir müssen ja einen Gesamtkomplex lösen. Wir brauchen nicht nur ein zukünftiges Gebäude, sondern wir brauchen auch eine Interimslösung, die für Frankfurt tragbar ist. Insofern sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass zwei Neubauten die beste Lösung wären. Und hier präferiere ich tatsächlich eine Vision, die Sie eben Kulturmeile genannt haben, die vorsieht, dass man
auf dem Willy-Brandt-Platz ein neues Schauspielgebäude erstellen würde und am Rande der Wallanlage auf dem Sparkassengelände eine neue Oper. Man könnte die Oper zuerst bauen und die Oper könnte dann umziehen. Man würde sich das Interimslösung für die Oper hier sparen. Und das hätte den enormen Charme, dass man die Wallanlage ein Stück weit rekonstruieren könnte. Die Wallservitut sieht ja vor, dass man auf der Wallanlage nicht bauen darf. Es gibt drei Ausnahmen. Dazu gehören auch die städtischen Bühnen, die alte Oper und das Hospital zum Heiligen Geist. Und bei einer gewissen Rekonstruktion würde man am Willy-Brandt-Platz Grün hinzugewinnen. Das finde ich ist eine extrem reizvolle Perspektive für eine Stadt, die wächst. Wo ist das möglich? In welcher Innenstadtlage ist das möglich? Ich glaube, wir müssen die Innenstadt weiterdenken ins 21. Jahrhundert. Und hier sind drei meiner Meinung nach Elemente sehr wichtig. Das ist das Grün, das ist hier die Wallanlage, das sind aber auch die Hochhäuser, die wir in Frankfurt haben und die das Spezifikum unserer Innenstadt ausmachen. Die Hochhäuser verändern sich auch, verändern ihren Charakter, Mischfunktionen werden viel stärker als früher in den Blick genommen und Kulturbauten dazwischen, das halte ich für eine extrem reizvolle Perspektive und es würde sich dann, wie Sie sagen, eine neue Kulturmeile ergeben vom Jüdischen Museum südlich bis zur alten Oper nördlich vorbei an einem neuen Schauspiel auf dem Willy-Brandt-Platz, dem MMK-Tower, einer neuen Oper, einer neuen Dépendance für das Weltkulturenmuseum und dann abschließend die alte Oper. Auf der linken Seite würde noch das English Theater liegen. Also das wäre eine Kulturmeile entlang der Wallanlage, die sich gewissermaßen die hinzukäme zu dem heute schon vorhandenen Museumsufer entlang des Mainz und man hätte dann sozusagen so eine neue Achse. Ich glaube, das ist eine klasse Perspektive für die Innenstadt in Frankfurt. Ich würde jetzt gerne Ingrid Breckner in Hamburg mit dazu nehmen. So ein Schauspiel- und Opernhaus, wo abends was los ist, ist natürlich tagsüber nicht unbedingt belebt und kein Beitrag dazu, dass in der Stadt was passiert. Daher an Sie die Frage, Frau Breckner, welche Chancen gibt es denn, dass Bühnengebäude auch tagsüber Publikum anziehen, offene Orte der öffentlichen Begegnung werden? Ja, das ist ganz zentral eine Frage der Gestaltung der Erdgeschosszonen und der Nutzbarkeit von Erdgeschosszonen und auch eine Frage des umliegenden öffentlichen Raums, der sich darum entwickelt. Also alle Kulturbauten, die ich kenne, die diese Öffnung nach außen gewagt haben, die haben sozusagen entweder auf dem Dach oder im Umfeld des Gebäudes eine Möglichkeit, sich dort aufzuhalten und dort entweder aus einer neuen Höhenperspektive die Stadt zu betrachten oder im Inneren der Gebäude auch ins Café zu gehen und damit Schwellenängste zu überwinden, die dann dazu führen, dass man dieses Haus vielleicht auch sozusagen tagsüber als Treffpunkt nutzen kann. Da kann Bibliotheksnutzung drin sein, da kann aber auch eine gastronomische Nutzung drin sein, die auch das Theater unterstützt. Das ist sehr stark eine Frage der Kombination der verschiedenen Möglichkeiten, aber es braucht im Grunde genommen diese öffentliche Zugänglichkeit, sowohl im Erdgeschoss als auch drumherum, mehr als nur Straße und Gehweg. Sie sind an der Hafen-City-Universität in Hamburg, das heißt, Sie haben die Elbphilharmonie direkt vor der Nase. Ist die denn ein gutes Beispiel dafür? Bietet die auch öffentliche Räume, die die Leute für sich entdecken können, die als Treffpunkte funktionieren oder kennen Sie bessere Beispiele? Die Elbphilharmonie hat den Nachteil, dass sie eben auch eine Denkmalschutzproblematik hat, dass der Sockel dieses Gebäudes erhalten werden musste. Und da ist eben unten gar keine Möglichkeit, sich groß aufzuhalten. Deswegen hat man da beschlossen, sozusagen den öffentlichen Raum in den achten Stock zu heben, auf die sogenannte Plaza, die auch sehr viel genutzt wird. Sie hat aber den Nachteil, dass dort die Aufenthaltsqualität eigentlich sehr beschränkt ist. Die Leute laufen eigentlich außen rum und gucken sich von dort aus die Stadt an. Das, was dann innen drin ist, gehört dann schon wieder zum Hotel. Und da ist dann die Frage, ob man dann in dieses Café reingeht. Die Gastronomie ist auch eher versteckt. Also es ist eine schwierige Erschließung von außen. Ein ganz anderes Beispiel ist für mich die Oper in Oslo beispielsweise, wo man einfach sehen kann auf den Bildern, dass sich da die Leute tagsüber eben auch treffen, sich aufhalten auf diesem wunderbaren Dach. Und ich habe selbst mit Kunden der Oper in Oslo gesprochen, die mir dann erzählt haben, dass sie das inzwischen sozusagen zu einem Alltagsort geworden ist, dass die
Eintrittskarten so günstig sind und dass sie sich eben am Nachmittag hier auch mit Freundinnen und Freunden treffen, um dann abends gemeinsam zu essen und anschließend eine Veranstaltung zu besuchen. Also das ist einfach, da sieht man einfach die Anziehung des Hauses. Und da ist natürlich auch das Thema Transparenz sehr gut sichtbar, damit man von außen auch sehen kann, was da drin stattfindet. Also Blickkontakt zwischen innen und außen ist ein ganz wichtiger Punkt. Da ist die Elbphilharmonie viel zu eingeschlossen, weil man da erstmal hoch muss in den 8. Stock, um überhaupt zu erkennen, dass es ein Konzerthaus ist. Da bekommen wir schon so ein paar Hinweise, wie so öffentliche Räume in einem öffentlichen Bühnenhaus aussehen könnten. Jörg Schaub von der Wirtschaftsinitiative Frankfurt-Rhein-Main, Sie setzen sich ja für den Standort Frankfurt und Rhein-Main für die Metropolregion ein im internationalen Wettbewerb. Welche Rolle spielen Kulturgebäude, spannende, auch Begegnungsräume aus dieser Sicht für Sie, für die Wirtschaftsinitiative, wenn es um die Konkurrenz von Standorten geht? Und welche Fantasien verbinden Sie mit so einem Neubau von Schauspiel und Oper irgendwo im Zentrum Frankfurts? Ja, also vielleicht, ich denke, also man braucht jetzt nicht die Plattitüden wiederholen, was für Opern und was für Kulturhäuser für die Städte in Europa, was das für eine Bedeutung hat. Natürlich eine sehr, sehr hohe. Ne? Wir reden ja immer von den sogenannten harten Faktoren wie Einwohnerzahlen, Bruttowertschöpfung etc. etc. Aber wir wissen auch, dass wenn es um das Thema Lebensqualität geht, und das steht bei den meisten Menschen heute in dem Vordergrund, dass dort natürlich solche Projekte wie Kulturprojekte oder auch das Thema Naherholung eine riesen Rolle spielt dahingehend, wo ziehe ich hin, wo möchte ich meine Familie großziehen, wo investieren Unternehmen, weil Unternehmen nämlich nicht nur dort investieren, wo es vielleicht, sagen wir mal, die besten Benefits gibt, sondern sie wollen dorthin, wo sie die Fachkräfte bekommen und wo sie die so jungen Talente finden. So, und die finden sie halt nicht, sagen wir mal, in irgendwelchen Hochhäuserbürgen. Ja? Und von daher spielt es eine Riesenrolle. Und deshalb setzen wir uns auch dafür ein, weil wir, ich sag mal, es ist ein super Momentum für die Stadt Frankfurt und für die Region. Und ein Privileg, wenn man vielleicht die nächsten 100 Jahre Kulturinfrastruktur in dieser Region prägen darf. Und von daher sind die Fantasien praktisch, sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und wo wir halt für werben, ist, dass man bitte sehr, sehr mutig an so eine Sache herangehen muss und vielleicht auch zukünftige Fragen, die sich mit der Entwicklung einer Metropolregion wie Frankfurt-Rhein-Main beschäftigen, wie das Thema Mobilität, wie das Thema Smart City, wie Themen wie, wie bringe ich Gesellschaft wieder zusammen, wie man auch mit so einem Projekt dies als Vehikel nehmen kann, eine gesamte, wie soll ich sagen, Regionalentwicklung voranzutreiben und Themen mit auf die Agenda schreiben, die vielleicht überhaupt noch heute noch gar nicht damit verbunden werden. Also wie bringe ich natürlich Innenstadtaufwertung, alles mit dabei, aber wie kann so ein Thema auch dazu dienen, zum Beispiel Frankfurt als Kulturhauptstadt oder die Region als Kulturregion zu positionieren? Mit welchen Stories wollen wir in 10, 20 Jahren eigentlich die Welt beglücken? Warum möchte man nach Frankfurt? Ja? Warum? Ne? Also ist der Main so schön? Ist der Wein so schön? Oder haben wir vielleicht auch noch andere schöne Dinge? Und ich denke, Kultur und unsere gesamte Infrastruktur, die ist bisher mit Frankfurt noch nicht so, also es geht noch nicht so einher. Also wir sind nicht der Kultur-Hotspot in Europa, aber so ein Projekt hat natürlich ein immenses Potenzial, sowas zu entwickeln. Ich würde gerne eine Bemerkung aus dem Chat auch schon mal aufgreifen. Da schreibt jemand, wäre denn auch Außengastronomie in der Wallanlage möglich? Das ist ja so die Frage schon, was entsteht da drumherum? Ist da nur ein Opernhaus oder kann ich mich da auch auf eine Tasse Kaffee hinsetzen? Herr Schaub, wie sehen Sie das? Ist so ein Kulturgebäude auch ein Beitrag zur Belebung der Innenstädte? Also es kann doch ein wunderbares Vehikel sein. Also ich sage mal, das heißt ja nicht, dass ich, wenn ich dieses Projekt habe, es kann ja multiple Funktionen einnehmen. Das heißt, ich kann dies als Begegnungsstätte nehmen. Ich kann dies als neuen Ankerpunkt sehen. Es kann ein Beitrag zur Skyline sein. Es kann ein Beitrag für den Tourismus sein, wo sich die Touristen vielleicht zukünftig zusammensammeln, weil sie
von der Architektur so begeistert sind oder weil es ein besonderes Feature hat, weil vielleicht dort Live-Veranstaltungen stattfinden, weil die Veranstaltungen, die dort drinnen sind, vielleicht über einen Riesenscreen nach außen präsentiert werden und dann für 5 Euro vielleicht auch einem Klientel offen gemacht werden, der es halt vielleicht sonst keine Chance hat, eine Oper zu hören. Also da gibt es multiple Chancen, die mit so einem Projekt verbunden sind. Und deshalb plädieren wir dafür, sozusagen, also bitte der Fantasie keine Grenzen setzen und vor allem auch fachübergreifend. Also das heißt, dass die vielen, vielen Stakeholder, die hier in der Region sind, also die sich um das Thema Tourismus, Zukunft, wo wollen wir, mit welchen Themen wollen wir eigentlich in Zukunft hier punkten und mit was wollen wir als Stadt Frankfurt eigentlich nach außen leuchten, dass man dieses Projekt dazu auch nutzen können, solche Fragen zu beantworten, ja, und auch, wie gesagt, Talente hierher zu holen. Und wollen wir vielleicht auch tatsächlich der Ort sein, wo die Schauspieler und die Kunstschaffenden auch sein wollen, wo das ein Magnet ist, wo, was sagen die Studenten von der Hochschule für Darstellende Künste dazu, ne? Wie würden die so ein Ding machen, ja? Also, dass wir sozusagen so eine breit angelegte gesellschaftliche Debatte dahin führen, welche Chancen bieten sich aus diesen Projekten für die Gesamtregion. Ich würde gerne den vierten unserer Gesprächsrunde in Berlin jetzt noch mit einbeziehen, Falk Jäger. Wir sind ja jetzt gerade schon fröhlich dabei, alle möglichen Erwartungen mit so einem neuen Bühnenhaus zu verbinden, auch neue Funktionen draufzusatteln, von Café und Gastronomie ist schon die Rede, von öffentlichen Treffpunkten, Bibliotheken und sowas wären auch denkbar im Umfeld eines Bühnengebäudes. Wie sehen Sie das? Ist so ein Theater, ein Opernhaus ein Ort, an dem man alles Mögliche machen kann? Oder sind Sie als Besucher einer Theater-, einer Opernvorstellung auch ganz froh, wenn es noch ein bisschen was von der Aura eines Kunst- und Musentempels hat? Ja, diese Aura fände ich tatsächlich fänd ich schade, wenn die ganz verloren ginge. Aber ich wollte nochmal auf Frau Harpig etwas eingehen. Sie spricht von einer Achse, die da durch die Stadt gelegt wird. Das sind meines Erachtens alles Marketing-Dinge. Der Standort eines solchen Theaters, der muss einfach die Innenstadt sein und Punkt. Die anderen Dinge, die erlebt man nicht oder die funktionieren auch nicht so im Publikum. Also zum Beispiel Museumsufer war auch so ein Marketingbegriff, der aber in der Praxis natürlich nicht funktioniert, weil niemand geht an einem Tag mehrere Museen an diesem Ufer entlang und schaut die alle an, sondern nach einem Museum hat man natürlich genug gesehen und ist voll und verlässt das Museumsufer wieder. Also das halte ich für einen Marketingbegriff. Infolgedessen glaube ich auch nicht, dass es ganz so wichtig ist, wo jetzt das neue Doppeltheater oder wo die Oper zu stehen kommt in der Stadt. Ich sehe da die Stadt als Ganzes, als einen Ort, den man besucht und der attraktiv ist. Was die Verknüpfung von anderen Nutzungen mit einer Primärnutzung betrifft, da sehe ich von der Typologie her eine Art Hierarchie bei Kulturgebäuden. Von der Bibliothek über das Museum und das Kino hin zum Theater. Die Bibliothek hat meines Erachtens am meisten noch diesen Charakter der Multifunktionalität, und die neuen Bibliotheken, die man so baut und die man konzipiert, die zeigen das ja auch, dass man versucht, alle möglichen Nutzungen zusammenzubringen und die Menschen sozusagen den ganzen Tag dort in der Bibliothek zu bringen können. Beim Museum ist es heutzutage ähnlich, dass man versucht, Museum offen zu machen, um die Leute, die dorthin gehen, auch dann ins Museum zu ziehen. Beim Kino ist es schon etwas problematischer. Da geht eben nur Gastronomie in Zusammenhang mit dem Kino. Man geht ins Kino und vielleicht sucht man sich einen der 7 Filme aus, die da in dem Museumszentrum gespielt werden. Man geht also nicht unbedingt gezielt dorthin, sondern trifft vielleicht Freunde, weil man weiß, dass die auch da sind. Beim Theater sehe ich das ganz anders. Ins Theater gehe ich ganz gezielt, und die periphere Nutzung, die da noch angeboten ist, die nehme ich so ganz gerne mit. Also ich sehe da einen großen Unterschied. Man sieht das ja auch bei diesen vorhin angesprochenen Bauten, die Elbphilharmonie zum Beispiel, aber ich würde auch das
Berliner Schloss dazu zählen. Das ist ganz klar getrennt, die Nutzung. Die große Masse, die geht dorthin, weil das ein toller Bau ist, weil das eine Sehenswürdigkeit ist. Die fährt da mit der Rolltreppe hoch und guckt sich den Hafen an von oben und geht vielleicht noch in die ein, zwei, drei Kneipen, die da oben sind, kauft ein bisschen was im Museumshop und fährt dann wieder runter und geht aber nicht ins Konzert da. Die Konzertbesucher sind vielleicht nur 5%, schätze ich mal, von denen, die überhaupt in das Haus gehen. Ähnlich wird es beim Berliner Schloss sein. Ich glaube nicht, dass sie mal das Museum der asiatischen Kunst oder kulturhistorischen Sammlungen mit ihren Ausstellungen von Übersee-Exponaten, dass die der große Renner sind, sondern die Leute wollen das Schloss sehen, die wollen die Passage sehen, die wollen da durchgehen und die wollen aufs Dach, die wollen dort einen Kaffee trinken auf dem Dach und was erleben. Das sehe ich völlig getrennt. Und wenn man das zusammenkriegen kann durch einen guten Intendanten, der da mords was losmacht, dann ist vielleicht was gewonnen. Aber prinzipiell ist das meines Erachtens ganz schwierig, diese Dinge zusammenzubringen. Also eine doppelte Skepsis bei Ihnen, Falk Jäger, sowohl gegenüber dem Begriff Kulturmeile als auch gegenüber dieser Mischung von Funktionen und der Frage, strahlt das eine auf das andere ab? Stichwort Kulturmeile, Ina Hartwig, würde ich gerne nochmal an Sie weitergeben. Ist ja Ihre Idee nur ein Marketing-Gag zu sagen, wir machen eine zweite Perlenschnur von Kultureinrichtungen zusätzlich zum Museumsufer? Herr Jäger hat den Marketingbegriff negativ gebraucht. Das muss man ja nicht unbedingt tun. Ich halte die Kulturmeile für die Frankfurter Innenstadt für wirklich eine sehr gute Möglichkeit, um hier Ideen zu bündeln und auch Ideen abzuholen, die heute vielleicht noch gar nicht entwickelt sind. Denn die Stadt ist eine sehr dynamische Stadt, anders als die meisten Städte in Deutschland ist sie sehr dicht und sie ist ja auch in die Höhe gewachsen. Das ist einzigartig in Frankfurt und deshalb würde ich die Weiterentwicklung der Innenstadt hier doch für eine wirklich große Aufgabe der Stadt halten. Stadtplanerisch, aber auch ökologisch und auch was die Mobilität betrifft. Hier in der Innenstadt bündelt sich sozusagen die großen Fragen des 21. Jahrhunderts. Und wenn wir die nicht anpacken in der Innenstadt, dann wird uns das entgleiten. Und ich glaube, wir haben auch dieses Momentum. Ich sehe das auch so. Und ich halte das tatsächlich für eine große Chance. Ich möchte aber trotzdem auf ein anderes Stichwort von Herrn Jäger nochmal eingehen und ihm da ein Stück weit auch zustimmen. Denn ich glaube, dass die Feierlichkeit von Theatern und Opern, diesen sozusagen archaischen Formen einer bürgerlichen Gesellschaft zusammenzukommen, dass diese Feierlichkeit erhalten bleiben muss. Also man muss schon aufpassen, dass man jetzt nicht am Ende irgendeine Art von Kulturzentrum hat, wie man es in Skandinavien in den 60er Jahren gebaut hat. Das hatte sicherlich auch seinen Sinn. Aber in die Richtung würde ich nicht gehen wollen, sondern ich glaube, die interessante Aufgabe ist, sowohl die Feierlichkeit, den Markenkern eben auch des in die Oper Gehens, ins Theater Gehens, das zu erhalten, aber eben den Menschen nicht vorzuschreiben, wie sie so ein Gebäude benutzen. Macht doch nichts, wenn die einen nur auf die Plaza gehen und die Stadt Hamburg betrachten und die anderen ins Konzerthaus gehen. Da würde ich überhaupt keine Hierarchie aufmachen wollen und das eine höher bewerten als das andere. Sondern ich glaube, wir müssen in einer Stadt wie Frankfurt tatsächlich offene Gebäude haben, die Angebote machen. Welche Angebote sie machen, darüber wird noch zu reden sein. Man kann nicht alles unterbringen in einem Gebäude. Ob eine Bibliothek da reinpasst, wage ich zu bezweifeln, wobei ich ein sehr gutes Beispiel für eine Bibliothek kenne, nämlich Dresden, der Kulturpalast, der saniert worden ist von Gerkan Mark und Partner, ein altes DDR-Gebäude, das ganz wundervoll saniert worden ist und einen großen Konzertsaal enthält, eine Bibliothek enthält und eine offene Nutzung tagsüber ermöglicht. Das funktioniert ganz wunderbar. Ein anderes Beispiel ist Kopenhagen. Das Theater in Kopenhagen ist ein offenes, wunderschönes, höchst geglücktes Theater, das genutzt wird von der Bevölkerung auch tagsüber. Da kann man herumsitzen. Ich glaube, eine Frage, Smart City, haben Sie vorhin gesagt, Herr Schaub, als Stichwort. Eine Frage ist, glaube ich, ganz klar, dass in Zukunft offene, öffentliche Räume mit WLAN ausgestattet sein müssen, denn das ist sicherlich eine Form der Nutzung, die sehr nahe liegt, dass die Menschen
sich aufhalten können in eben diesen offenen Gebäuden, in öffentlichen Räumen und dort nicht konsumieren müssen. Also das heißt, mit ihren eigenen Geräten sich aufhalten können, ob sie Bücher lesen oder ob sie ihr Smartphone oder ihren Laptop mitbringen. Das ist dann ihre Entscheidung. Aber dieses Angebot muss, glaube ich, da sein, Orte zu schaffen, in denen nicht konsumiert wird, aber das eben in einem Umfeld, das trotzdem wirtschaftlich ganz stark ist. Das ist die Spannung, die wirklich buchstäblich auch spannend ist, die zu gestalten und hier nach sinnvollen Nutzungen zu gucken und eine Architektur zu finden, die eben auch von nachwachsenden Generationen möglichst skizziert werden muss, weil die wissen, was die nachwachsenden Generationen, was die diverse Gesellschaft, die diverse Stadtgesellschaft Frankfurts braucht. Ich würde die Frage gerne auch an Frau Breckner noch mal weitergeben, weil Sie sich ja als Soziologin beschäftigen mit dem Aspekt Schwellenangst, Zugänglichkeit von Kulturgebäuden. Sie haben eben schon, Stichwort Oslo, der neue Opernbau, so die Hoffnung geäußert, dass Leute, die da auf dem Dach Picknick machen, dann auch leichter mal in die Oper reingehen. Auf der anderen Seite hat Frau Hartwig gerade gesagt, so ein bisschen Feierlichkeit des Theater- und Opernbesuchs wollen wir schon auch erhalten. Wie kann man das lösen? Also wie kann man sozusagen die Ernsthaftigkeit des Kunstangebotes, was in so einem Gebäude stattfindet, trotzdem verbinden mit einer Offenheit, mit einer leichten Zugänglichkeit, vielleicht auch damit Leute wirklich aus der einen Nutzung in die andere ein bisschen anzulocken? Funktioniert das? Ich glaube, man muss soziologisch sich überlegen, was man mit der bürgerlichen Feierlichkeit meint, weil die sich tendenziell, wenn man in die Sozialstrukturentwicklungen reinguckt, auflöst. Also allein mit einem traditionellen bürgerlichen Publikum wird man natürlich so ein Haus nicht sozusagen für die Diversität der Gesellschaft öffnen. Und das ist dann eben sehr stark die Frage, wie man auch andere Gruppierungen erreichen kann. In der Elbphilharmonie funktioniert es sehr gut durch ein ausgebautes Jazzangebot, was es früher nicht gegeben hat. Und das lockt natürlich ein ganz anderes Publikum als beispielsweise klassische Konzertvorführungen. Im Theater, glaube ich, ist es noch ein bisschen leichter, weil da man natürlich mit Schulen zusammenarbeiten kann. Man kann mit Studierenden Projekte machen, die dann sozusagen das Haus auch erschließbar machen für junge Generationen und auch für kulturell anders orientierte Gruppierungen. Ich glaube, eine gute Möglichkeit, so ein Haus auch tagsüber für kulturelle Sachen zu öffnen, ist, kann man in Amerika sehen, wo in Bibliotheken zum Beispiel einstündige Lesungen in der Mittagspause stattfinden. Die Frage ist, was machen diese Angestellten in den Hochhäusern? Ist es nicht eine Möglichkeit für die, auch ein Kulturangebot über den Tag zu vermitteln, wo man eine Pause mit einem kulturellen kleinen Highlight verbinden kann? Das wären auch Schritte, wo man sozusagen in die Richtung gehen könnte. Und Feierlichkeit muss auf jeden Fall erhalten bleiben, aber Feierlichkeit hat ganz unterschiedliche Gesichter mittlerweile, weil die Gesellschaft eben so unterschiedlich sich ausdifferenziert hat. Wird dann schwierig, wenn man sozusagen innerhalb eines Gebäudes irgendwie architektonisch signalisiert, Sie betreten jetzt den Raum der Kunst. Aber gut, das sind dann sozusagen auch gestalterische Aufgaben, die wir heute gar nicht so sehr diskutieren wollen. Es gibt eine ganz praktische Frage aus unserem Chat, nämlich wäre es an der Taunusanlage und der Gallusanlage nicht viel zu laut für eine Flaniermeile? In der Tat sind das ja, wer Frankfurt kennt, zum Teil auch Rennstrecken, zumindest da, wo die nach Vorstellung von Ina Hartwig die neue Oper stehen könnte, ist ja auf der einen Seite wirklich eine Autoschneise, auf der anderen Seite das Grün. Frau Breckner, an Sie noch mal die Frage, welche Qualität muss der Außenbereich haben eines solchen Gebäudes, damit es die ganzen Funktionen und Erwartungen, die da reingesetzt werden, auch erfüllen kann? Stichwort Autoverkehr, Stichwort Zonen, in denen man sich auch frei bewegen kann. Ich sagte ja schon eingangs, öffentliche Räume im Umfeld um ein Gebäude herum sind natürlich eine Möglichkeit für Außengastronomie oder Aufenthaltsflächen. Ansonsten, wenn das nicht möglich ist, muss man das alles nach innen packen. Und da ist es natürlich noch schwieriger, sozusagen dieses Miteinander von feierlichen Kulturvorstellungen und
tagsüber öffentlichen Nutzungen miteinander zu verquicken. Das ist dann sehr stark eine Frage an die Architektur, auch ob sie das ermöglicht, das innerhalb eines Gebäudes zu organisieren. Insofern wäre es natürlich wunderbar, wenn man mit Grünflächen, die möglicherweise entstehen könnten im Umfeld der Bauten, dann auch eine Raumqualität sozusagen für die Anlieger und für die Nutzer der Theatersituation schafft. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, im Umfeld der Theater- und Musikveranstaltungsräume zu gucken, wo man sich eigentlich auch zusammensetzen kann. Viele Leute wollen einfach ganz gerne nach einer Vorstellung zusammensitzen, sich austauschen. Und in Hamburg haben wir da das große Problem, dass in der Innenstadt beispielsweise nach Schließung des Einzelhandels fast alle gastronomischen Angebote geschlossen sind. Und wenn da nicht ein tapferer Gastronom neben dem Taliertheater die Stange halten würde, könnte man nicht mal ein Glas Wein trinken irgendwo nach dem Theater. Und das ist einfach total schade. Und solche Kombinationen finde ich sehr, sehr nützlich und wichtig, weil die auch tagsüber dann natürlich für die Innenstadt eine gute Rolle spielen könnten und eine Belebung mit sich bringen könnten. Ich wollte noch einen Satz sagen zum Thema Kino. Wir haben gerade in der Pandemie gelernt, dass man Kinoräume auch nutzen kann, um darin Lehrveranstaltungen zu machen. Das findet hier in Hamburg jedenfalls statt. Und auch da, denke ich, müsste man ein bisschen Fantasie walten lassen und gucken, was passiert eigentlich mit diesen vielen Sitzflächen, was kann da noch alles stattfinden? Also ich denke, da ist viel Spielraum. Darf ich da mal einhaken, bitte? Gerne, Falk Jäger, bitteschön. Ja, ja. Gerade zum Thema Kino und anders nutzen. Ich hatte mal einen großen Gastvortrag in Dresden im Kino organisiert mit Wolf Brix und das war eine absolute Katastrophe, weil der Funke nicht übersprang vom Vortragenden zum Publikum. Ein Kinosaal ist derart gedämpft, dass der Vortragende keine Reaktion bekommt. Also ich kann das überhaupt nicht empfehlen, irgendwelche Vorträge in Kinos zu legen. Aber es ging mir noch um einen anderen Fakt. Wir sprachen von der Feierlichkeit. Vielleicht muss man das gar nicht so nennen, sondern man kann es auch nennen Konzentration, eine kontemplative Stimmung vielleicht, in die man kommen sollte oder möchte, wenn man bestimmte Arten von Theater, das gilt auch für Musik, dann natürlich genießen will. Und die Architektur ist in der Regel so strukturiert, dass sie das ja auch durchaus zulässt. Also Beispiel, wir haben gehört, Dresden, der wunderbare neue Konzertsaal, da ist man im Trubel, im Foyer und dann geht man durch diese Schleusen, durch diese Akustikschleusen und da wird man schon sozusagen runtergedimmt und dann ist man in dem Saal und der hat eine ganz andere Akustik und dann hat man schon automatisch diese Stimmung, die man braucht. Und das gilt aber für die meisten Theater jedenfalls. Das gilt nicht für, wenn in Hamburg in der Fabrik zum Beispiel Theater gespielt wird, da ist natürlich Trubel drumherum. Aber auch die Schaubühne zum Beispiel in Berlin, das ist ja dieser schöne Bau von Erich Mendelssohn, der umgebaut worden ist zu einer Bühne, zu einem Bühnenhaus und der ganze Raum ist bespielbar. Das heißt, der ganze Raum besteht aus Hubpodien und zu jeder Veranstaltung kann man eine neue Tektonik da bauen, eine neue Landschaft bauen. Es gibt also nicht Zuschauer hier und Bühne da. Aber auch dieses Gebäude, das ist so strukturiert, dass man durch die Türchen geht und dann im Theaterraum drin ist. Auch das ist nicht offen. Es gibt nicht die Möglichkeit, die Wände aufzumachen und das Haus im Ganzen zu bespielen. Auch hier braucht man diese Abgeschiedenheit, diese Abgeschlossenheit. Und ich glaube, das wollen auch die Regisseure, dass sie in Ruhe sozusagen eine Veranstaltung machen können, da innen drin, abgeschlossen von dem Trubel, der drumherum möglicherweise ist. Jetzt kommt in unserem Chat auch schon Bewegung auf, was die Visionen und Ideen angeht. Es schreibt zum Beispiel jemand, die Interimslösung könnte auch eine mobile sein. Das ist ja immer eines der großen Probleme, wenn man neu baut, dass man vielleicht eine Übergangslösung braucht. Und sie könnte auf dem Main stattfinden in Form
eines leichten Gebäudes auf dem Wasser. Offene und junge Ideen sind gefragt. Und es gibt eine Meinungsäußerung, ein solches Gebäude sollte für alle Gesellschaftsschichten offen sein und erreichbar sein. Also die Idee der offenen Bühnen scheint auch viele Leute anzusprechen. Herr Schaub, ich würde gerne an Sie nochmal das Stichwort weitergeben, was Frau Breckner auch nannte. Stichwort Gastronomie im Umfeld, Stichwort belebte Innenstädte. Wir erleben ja jetzt durch die Corona-Pandemie nochmal verschärft eine Krise der Innenstädte. Die hat auch mit Onlinehandel zu tun. Die hat jetzt damit zu tun, dass wir zum Teil uns angewöhnt haben, im Homeoffice zu arbeiten, dass viel weniger Leute in die Stadt kommen, um zu arbeiten. Was kann aus Ihrer Sicht mit dem Wirtschaftsblick auf die Innenstadt so ein Kulturgebäude beitragen, um die Innenstädte überhaupt am Leben zu halten? Also wir merken es ja gerade in Frankfurt, die Zeil merkt es gerade sehr, sehr schmerzhaft, dass die Stadt Frankfurt und die Einwohner einfach gar nicht das Potenzial haben, sagen wir mal, die Einkaufskraft auf die Straße zu bringen, die sonst die Region hier uns beibringt. Also daran sieht man einfach, wie eng wir in dieser gesamten Metropolregion verzahnt sind. Ne? Also sei es die Touristen, die fehlen, sei es die ganzen Menschen aus dem Umland, die hier jeden Tag arbeiten, ne? 390.000 Pendler, die jeden Tag hier sind, wenn die Hälfte davon fehlt, das sind Millionen Umsätze, die der Innenstadt jeden Tag verloren gehen. Und da muss man sich tatsächlich was einfallen lassen. Und ich will mal so sagen, das Thema City Management wird in anderen Städten anders betrieben als hier in Frankfurt, um es mal so zu formulieren. Was heißt ja? City Management? Also das heißt City Management, da gibt es fabelhafte Beispiele, wie zum Beispiel die Stadtentwicklung in Hanau, hier gleich um die Ecke, die Preise damit gewonnen haben, wie sie die Innenstadt beleben können, wie sie die Aufenthaltsqualität dort erhöhen können, inwiefern schöne Plätze gestaltet werden, Events dort stattfinden. Und leider gibt es sowas in Frankfurt nicht mehr, oder es gab es mal, wurde leider vor vielen Jahren eingestellt. Und jetzt sind praktisch die Einzelhändler auf der Zeil und auf der Goethestraße, sagen wir mal, alleine. Natürlich, sagen wir mal, die Wirtschaftsförderung Frankfurt engagiert sich dort, aber hat natürlich auch nicht, sagen wir mal, Chancen, die man vielleicht über ein gemeinsames City Management hätte. Und da muss man sich tatsächlich überlegen, wie bringe ich denn die Leute in die Stadt? Und ich denke mal, viele Themen sind ja schon angesprochen. Ne? Also das heißt, wir bauen auch wieder Wohnungen in der Innenstadt. Ja? Wir versuchen, sagen wir mal, mit Events und mit Märkten, ja, die Leute in die Stadt zu holen und Kaufkraft. Aber ich glaube tatsächlich, das wird alles nicht ausreichen. Und wir müssen tatsächlich auch das Thema Schauspiel und Theater müssen wir und Oper müssen wir danach bemessen, inwiefern sie das Potenzial haben, hier tatsächlich als Magnet in die Stadt hinein zu fungieren. Und das müssen wir nutzen, weil wenn wir das nicht nutzen und wenn die einen halben Tag leer stehen und für Touristen geschlossen sind und dort keine Aufenthaltsqualität entsteht, dann werden die Bürger und alle Leute werden wegbleiben und dann haben wir dort einen Solitär stehen, der teuer ist, der der Gesellschaft, der der Stadt Frankfurt einfach teuer zu stehen kommt und einfach ungenutzt ist. Also es wäre einfach schade, wenn wir so ein ungenutztes Potenzial liegen lassen würden. Ist das ein Plädoyer von Ihrer Seite auch für einen Standort der Bühnen in der Innenstadt? Oder könnte das, was Sie sich wünschen, auch funktionieren, zum Beispiel am Osthafen, der ja als eine andere Variante diskutiert wird für einen Neubau? Also ich will mal sagen, wir als Wirtschaftsinitiative sind jetzt nicht diejenigen, die darüber entscheiden wollen, wo sowas stattfindet. Ne? Dafür gibt es gewählte Repräsentanten. Die ja auch verschiedene Meinungen haben. Verschiedene Meinungen haben. Es macht natürlich schon Sinn, sagen wir mal, die Stadt Frankfurt ist schon relativ kompakt, ja, diese Kompaktheit auch zu bewahren in irgendeiner Form, weil nur dann kann ich ja praktisch die Effekte, die ich mit einer Belebung der Innenstadt erziele, auch tatsächlich ausschöpfen. Ja, wenn ich am Osthafen vielleicht bin, dann wandert man danach vielleicht nicht mehr auf die Zeil oder nimmt dort Einzelhandel oder Gastronomie wahr, ja, sondern dann wird es wieder sozusagen vielleicht zu einem Solitär. Kann ich nicht beurteilen. Aber es macht natürlich schon Sinn. Wir kennen ja die Routen, die unsere Touristen hier laufen. Ne? Also wir kennen sie, der Klassiker, Eiserner Steg, Römer, Goethehaus und Zeil. Und wenn wir diese sozusagen durch einen weiteren Magnet verbinden, nämlich mit Schauspiel und Oper, ja, wäre doch schon mal viel gewonnen. Wir hätten
dort, sagen wir mal, wie gesagt, einen weiteren Anziehungspunkt, der auch, sagen wir mal, vielleicht, wie gesagt, eine touristische Attraktivität erzeugt, wo Leute vielleicht mal sagen, ihr müsst nach Frankfurt sehen, weil das Theater, das müsst ihr euch angucken. Ja, weil, also wir kennen es ja heute, ne? Also ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, also wenn wir heute am Theaterplatz oder jetzt heißt es ja Willy-Brandt-Platz stehen, ne? Also die architektonische Brillanz des Gebäudes erschließt sich nicht jedem. Ne? Also die, wenn man Touristen sieht, die haben eher rückwärts gewandt und fotografieren den Euro, ja? Und wissen gar nicht, dass da hinten eine Oper ist. Ja? Das kann man ändern. Ne? Die Aufenthaltsqualität dort ist auch in der Tendenz eingeschränkt. Ja? Also da sieht man auch keine Leute, die sich gerne dorthin setzen. Das ist ein Versammlungspunkt vielleicht, um Demonstrationen zu starten, aber so richtig schön ist es dort nicht zum Kampieren. Und all diese Themen kann man wunderbar aufgreifen und kann hier im Zentrum der Stadt was Wunderbares Neues schaffen, was genau wie Sie gesagt haben, was die Aufenthaltsqualität in der Stadt erhöht und was einen richtigen Magnet noch erzeugen kann, weil das braucht die Innenstadt. Wird in unserem Chat auch nochmal unterstützt durch die Wortmeldung, die neuen Häuser sollten in den Erdgeschossflächen offen sein für Kommunikation, Cafés etc. und eine Plattform bieten für die Vernetzung aller Kultureinrichtungen. Krise der Innenstädte betrifft ja auch die großen Warenhäuser. Es gab sogar den ernst gemeinten Vorschlag Oper statt Karstadt, also ein Kaufhaus, wenn es denn zumachen müsste, den Platz zu nutzen für ein Operngebäude. Ina Hartwig, ist das für Sie auch eine irgendwie denkbare Vision? Ich finde die Kulturmeile entlang der Wallanlage eine reizvollere Perspektive für Oper und Schauspiel. Kann mir aber tatsächlich auf der Zeil, die sich ja gerade verändert, wir müssen schauen, wie sich das nach Corona darstellt, kann mir dort auch kulturelle Nutzung vorstellen. Da fielen mir schon ein paar Dinge ein, aber Oper und Schauspiel sehe ich nicht auf der Zeil, sondern wir haben ja nicht umsonst auch eine gewachsene Struktur in Frankfurt. Und die großen Kulturbauten sind in vielen europäischen Städten ringartig um die Innenstadt angelegt. Das ist bei uns die Wallanlage. Das ist ja nicht umsonst so gekommen. Und ich finde, man muss nicht jede gewachsene Struktur zerstören wollen, wenn sie sinnvoll sind, wenn sie sich bewährt haben. Und ich bin schon der Meinung, dass der Willy-Brandt-Platz als Magnet, als Zentrum, als kulturelles Zentrum der Innenstadt sehr gut funktioniert, wahnsinnig gut angebunden ist und eben durch die Wallanlage und die Weiterentwicklung der Wallanlage wirklich ein ganz, ganz großes Potenzial beinhaltet. Ich würde gerne noch mal auf einen anderen Punkt eingehen. Frau Professor Breckner hat vorhin davon gesprochen, hat zwei Dinge erwähnt, die ich schön finde. Zum einen hat sie das Stichwort Schwellenangst genannt. Das muss man sich auch immer wieder klar machen, dass viele Menschen Schwellenangst haben, wenn es darum geht, ins Theater zu gehen, in die Oper zu gehen. Und meine Haltung ist, diese Schwellenangst wollen wir abbauen. Möglichst gar nicht erst aufkommen lassen. Wenn sie da ist, wollen wir sie abbauen. Das heißt, ich sehe eigentlich das Theater und die Oper, natürlich, das sind Orte der Konzentration. Das ist vollkommen richtig. Und es ist etwas anderes, ob wir den Innenraum denken oder ob wir den Außenraum denken. Der Innenraum muss natürlich eine konzentrierte Kunstproduktion und ein Kunsterlebnis ermöglichen. Das ist ganz klar. Aber wer geht hinein in diesen Raum? Wen holen wir hinein? Das ist für mich schon eine sehr relevante Frage für die Gegenwart und auch die Zukunft, so wie sich Frankfurt entwickelt. Und schauen wir uns doch mal an, wie sich in der Corona-Zeit die öffentlichen Plätze entwickelt haben. Da ist klar geworden, der öffentliche Raum ist ganz notwendig, der wird gebraucht. Er wurde auch missbraucht. Das heißt, wir müssen uns auch über Regeln für den öffentlichen Raum verständigen. Das ist ganz klar. Aber das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die sich eben bündelt an dieser Frage, wie wir die Innenstadt hier in Frankfurt weiterentwickeln, woran wir festhalten und was wir womöglich ändern. Und ich denke, diese Vorstellung einer geschlossenen Bildungsgesellschaft, die ja letztendlich in den 60er Jahren bei aller Hinwendung zur Avantgarde noch existierte, die existiert so nicht mehr und die gilt es auch aufzubrechen, wo sie noch existieren sollte. Ich bin der Meinung, Kunst muss gut sein, muss groß sein
und sie muss für alle da sein. Und diese Vorstellung einer geschlossenen Gesellschaft, die halte ich nicht mehr für zeitgemäß. Und das muss sich auch in den Gebäuden niederschlagen. Diese Gebäude müssen eine Einladung sein für alle Menschen, die in Frankfurt unterwegs sind und nicht nur für die, die dann auch ins Theater oder in die Oper gehen. Und deshalb ist tatsächlich der Sockelbereich ganz wichtig, den auch Frau Professor Breckner erwähnt hat, dass gleich sozusagen das Gebäude sozusagen vom öffentlichen Raum in den kulturellen Raum, dass da sozusagen keine allzu große Schwelle entsteht. Das wollte ich auch noch mal sagen. Das ist mir schon sehr wichtig, dass man das ganzheitlich denkt. Ich würde die Frage an Frau Breckner und Herrn Jäger auch gerne noch mal weitergeben, diese Sache mit der Schwellenangst. Also wie das architektonisch aussehen kann, Durchlässigkeit, Transparenz, Zugänglichkeit zu signalisieren, haben wir an den Beispielen vor allem aus Oslo und Kopenhagen schon gesehen, auch aus Dresden. Trotzdem, Frau Breckner, ist ja so etwas wie Theater- und Opernbesuch Teil eines bürgerlichen Programms, was vielleicht ganz viele Bevölkerungsschichten erstmal gar nicht anspricht. Was wäre über die architektonische Gestalt eines Gebäudes hinaus entscheidend, um Zugänglichkeit, Offenheit der Bühnen zu signalisieren? Ich glaube, dass da die Erziehung sozusagen von klein an ganz wichtig ist. Und ich merke, dass es heutzutage Studierende gibt, die noch nie in ihrem Leben in einem Theater waren und frage mich, was haben wir da eigentlich verpasst und was hätte man tun können? Ich mache des Öfteren Veranstaltungen, wo ich auch Kulturveranstaltungen mit einbeziehe, weil sie eben Dinge thematisieren, die auch fachlich von relevant sind und aus einer anderen Perspektive. Und ich glaube, da ist einfach auf jeden Fall die Zusammenarbeit mit Schulen, mit auch für kleinere Kinder kann man, denke ich, durchaus Angebote machen, damit überhaupt das Theater oder Konzerthaus einfach ein normaler Ort wird, den man gerne besucht, wo man neugierig drauf ist, wo es spannend ist, neue Dinge zu erfahren. Und es gibt ein ganz, ganz schönes Beispiel in Wien. Wien hat seine neue Hauptbibliothek beispielsweise direkt auf die Ringstraße gesetzt und hat da auch einen öffentlichen Raum durch eine riesengroße Treppe geschaffen, wo man außen sitzen kann und innen drin aber funktioniert die Bibliothek quasi wie so ein Puffer zwischen Stadtvierteln, die eigentlich ganz viele kulturungewohnte Menschen haben und denjenigen, die gerne in so eine Bibliothek gehen. Und da könnte man, denke ich, auch gucken, wie man sozusagen auch räumlich Ansprechbarkeit schaffen könnte für Gruppierungen, die eben sonst nicht ins Theater gehen. Da passiert viel durch junge Lehrer, die einen Migrationshintergrund haben und die Germanistik studiert haben und mit ihren Schülern dann entsprechende Projekte machen und darauf zugehen. Aber das muss noch mehr werden und dazu müssen die Räumlichkeiten eben auch da sein. Falk Jäger, spielt vielleicht auch eine Rolle, dass in so einem Bühnengebäude wir als Zuschauer ja selbst auch ein bisschen auf der Bühne sind. Sie haben das mal in einem Artikel so überschrieben, in der Pause spielen die Zuschauer. Also man hat ja so als klassischer Theater- oder Opernbesucher da auch seinen Auftritt, oder? Ja, das war ein Thema in den 60er Jahren. Harald Deilmann in Münster zum Beispiel oder Karl Morgen oder die Architekten aus der Zeit, die haben das so gesehen, dass man also den Zuschauern ermöglichen muss, dass sie in der Pause sich zeigen, dass sie auf und ab wandeln, die Treppen rauf und runter. Und das ist ja ein Prinzip des klassischen Theaters schon seit Jahrhunderten im Grunde genommen. Und dass man das nicht vergisst, dass man das heute immer noch so macht, das gehört zum bürgerlichen Theater. Aber ich denke, was die Schwellenangst betrifft und was die Offenheit des Theaters betrifft, glaube ich, dass das wesentliche Problem ist, dass unsere Theateraktivitäten doch noch zu sehr differenziert sind zwischen U- und E-Theater, will ich es mal sagen. Also es gibt die ganz schrägen Theatertruppen, die überall spielen, wo überhaupt Platz ist. Und die brauchen keine großartige Bühne, die brauchen keine Bühnentechnik, sondern die spielen einfach drauf los in irgendwelchen Fabriken, aufgelassenen Fabriken und so weiter. Das ist die eine
das eine Extrem, und das andere Extrem ist eben so ein neues Opernhaus, was für ein paar hundert Millionen aufgebaut worden ist oder renoviert worden ist und eine unglaubliche Technik drin hat und alles ermöglicht, was überhaupt denkbar ist. Die Theaterleute sind da ja auch immer ziemlich fleißig, ihre Ansprüche zu formulieren, sodass die Gebäude auch unendlich teurer werden, weil man einfach den Geldgebern, also den Stadtparlamenten zum Beispiel, sagt, ja, wenn wir das nicht machen, dann sind wir noch nicht konkurrenzfähig mit Paris, mit London und so weiter. Und mit denen wollen wir doch konkurrieren. Also müssen wir auch so eine Maschine dahinstellen. Also ich glaube, dass diese beiden Pole irgendwie doch wieder ein bisschen sich annähern müssen. Dass in einem und demselben Haus vielleicht das eine und das andere, die Vagantenbühne im Keller und so weiter, das gibt es ja auch, solche Konzepte, dass die Menschen, die das eine sehen wollen, auch mit dem anderen so ein bisschen in Berührung kommen, jeweils gegenseitig. Und also ich weiß, früher war das ja so, dass man ein Abonnement gehabt hat und da ist man 12-mal im Jahr ins Theater gegangen und da bekam man dann sozusagen die verschiedenartigsten Vorstellungen vorgesetzt und manches war ganz modern und manches war klassisch und das Moderne hat man dann eben knurrend mitgenommen oder man hat gerade das toll gefunden. Ich weiß gar nicht, ob dieses Abonnementwesen heute noch so eine Rolle spielt, aber das stelle ich mir darunter vor, dass man die Menschen auch immer zum jeweils anderen animieren kann. Und das könnte man eben mit solchen Häusern machen, die offen sind in dem Sinne. Was die Architektur betrifft, die in der Stadt ist, natürlich ist das heute Standard bei solchen Gebäuden, dass das Erdgeschoss offen ist, dass es öffentliche Nutzungen hat. Was anderes kann man heute gar nicht mehr bauen und da habe ich überhaupt keine Sorgen, dass sowas nicht in Frankfurt gemacht werden würde. Das wäre ja verrückt, wenn man in Frankfurt so einen Kulturtempel hinbauen würde, der im Erdgeschoss nur geschlossene Wände hätte und ein paar Plakate, die zeigen, was drin gerade gespielt wird. Also da habe ich keine Sorgen. Das ist heute Standard und das muss man heute so machen. Und wenn man es nicht macht, dann ist man nicht mehr in der Zeit. Das ist genau das Stichwort zu dem, was in unserem Chat sich jetzt auch nochmal artikuliert, nicht in der Zeit, denn es gibt viele, die auch darauf hinweisen, dass dieses Bürgerbegehren für eine Rekonstruktion des alten Schauspielhauses von 1902 von Tausenden in Frankfurt unterschrieben worden ist. Und jemand schreibt auch, man sollte doch mal aus der Rekonstruktion der Frankfurter Altstadt lernen. Da scharen sich die Touristen, also warum nicht auch das Schauspielhaus rekonstruieren? Falk Jäger, was spricht aus Ihrer Sicht für oder gegen eine Rekonstruktion eines Schauspielgebäudes, was vor 120 Jahren hier in Frankfurt gestanden hat? Also da spricht vieles dafür, aber das hat mit Theater gar nichts zu tun. Die Altstadt ist ja wieder aufgebaut worden und sie ist ein Publikumsrenner. Also der Herr Schaub müsste eigentlich sehr froh sein drum. Er hat sie merkwürdigerweise gar nicht genannt in seiner Abfolge der Zielpunkte der Touristen. Aber ich denke, die gehen vor allem und zuerst mal dorthin. Und das ist der absolute Renner. Und wenn man in Frankfurt Publikum, internationales auch, nach Frankfurt ziehen will, dann muss man rekonstruieren. Irgendwas, was ist vollkommen egal. Ich habe da noch einen anderen Vorschlag zum Beispiel. Man hat ja diese neue Altstadt gebaut, aber 800 Meter weiter und das ist nicht weiter weg. Da gibt es eine existierende Altstadt, nämlich Sachsenhausen, und die verkommt aufs Fürchterlichste. Wenn man sich dort umschaut, da sind nur Shishi-Bars und ganz merkwürdige Läden, die kein Mensch fühlt sich da wohl. Da hat man eine Altstadt. Man sollte doch einfach die mal aufmöbeln und wieder auf Vordermann bringen. Und dann hat man ein neues Zugpferd in der Stadt. Und da kommen auch wieder die Touristen, die kommen dann auch nach Sachsenhausen. Und also da hat man ein neues Ziel und da zieht man auch neue Touristen, die früher mal in Frankfurt waren, zieht man wieder nach Frankfurt und da passiert dann was. Aber das hat mit Theater nichts zu tun. Rekonstruierte Bauten ziehen immer, das sieht man ja auch in Berlin jetzt mit dem Schloss. Was im Schloss drin ist, ist vollkommen wurscht. Die Leute, die laufen dahin und finden das schön.
Ina Hartwig, jetzt kommt eine weitere Frage aus dem Chat, die sich damit beschäftigt, ob wir das Ganze eigentlich nur vom Gebäude her denken sollen oder ob nicht das Theater selbst auch etwas tun kann, um in die Stadt, um zu den Leuten zu gehen. Ist das etwas, was für Sie auch dazugehört, zu einem Konzept von offenen Bühnen in öffentlichen Räumen? Also muss das immer im Gebäude stattfinden? Das gehört absolut dazu und ich nehme das Theater auch so wahr, dass es viel stärker als früher rausgeht und die Stadt mitdenkt. Also die Stadtlandschaft mitdenkt und die Orte der Stadt als Spielorte, als Spielflächen auch mitdenkt. Also da sehe ich tatsächlich großes Potenzial und beobachte das sehr genau, dass heute Theater so gedacht wird. Und überhaupt spielt sich ja im Theater eigentlich mehr Innovation ab als in der Oper. Die Oper ist eben dadurch, dass sie eine bestimmte Partitur hat, auch und also ein Gesamtkunstwerk, das eben an bestimmte Koordinaten stärker gebunden ist als das Theater. Der enorme Erfolg der Performance in den letzten 20 Jahren hat ja das Theater enorm verändert. Die digitale Technik hat sowohl Oper als auch Theater verändert. Und das, im Moment leben wir ja in so einer Diskursphase, wo Kunst auch sehr stark politisch gedacht wird. Und ich denke, viele Intendanten sehen ihre Aufgabe nicht nur als eine ästhetische, sondern auch als eine politische Aufgabe. Und deshalb denken sie die Stadtbevölkerung mit und haben sehr wohl im Blick, wer alles ins Theater hineingeholt werden kann, aber wie auch das Theater hinausgehen kann. Das ist eine Wechselwirkung von Stadtlandschaft und Theater. Und ich glaube, dass man eben mit dieser Entwicklung, die sich eine positive Entwicklung in meinen Augen, die sich abzeichnet, mit dieser Entwicklung auch in die Konzeption eines neuen Theaters gehen muss. Es ist natürlich ganz wichtig, dass wir die Theaterleute selbst, die Künstler selbst, die aus dem Inneren heraus diese Gebäude sehen. Und wenn ich vielleicht bei der Gelegenheit daran erinnern darf, die städtischen Mitarbeiter in der jetzigen Doppelanlage, es sind ja fast 1200 Menschen, die da arbeiten, wollen fast alle ein neues Gebäude haben. Und warum wollen sie ein neues Gebäude haben? Weil dieses Gebäude nicht mehr funktioniert, aber auch, weil sie sehen, dass die ästhetischen Formen, der Drive, der da jetzt drin ist in der Kunst, dass der auch ein neues Gebäude verlangt. Was auch ein Thema sein wird der nächsten Veranstaltung in diesem Bürgerdialog, den wir führen wollen, da wird es dann auch um die Inhalte und um die programmlichen Angebote der Bühnen gehen und was das mit der Offenheit zu tun hat. Was Sie aber eben sagten mit den 1200 Mitarbeitern und den Wünschen, die Sie bei denen sehen, das ist ja nun auch eine Antwort auf die Frage, warum können wir nicht doch mit dem bestehenden Bühnengebäude irgendwie noch weitermachen. Frau Hartwig, ich würde gerne mit Ihnen noch mal einen kleinen Blick in die Zukunft machen, bevor wir dann vielleicht eine kleine Schlussrunde mit allen Vieren machen. Und zwar taucht das Stichwort Prozesskultur auf in unserem Chat. Ich interpretiere das mal als die Frage, wie wird dieser ganze Prozess, der ja jetzt schon einige Jahre dauert, mit vielen Gutachten und Stabsstelle und politischen Entscheidungen hier und da, wie wird der weitergehen? Wie würden Sie den auch gerne weiter politisch gestalten und wo sehen Sie die nächsten großen Schritte auf diesem Weg? Also zunächst mal sind wir ja schon recht weit gekommen. Also das Gebäude ist unglaublich gründlich untersucht worden und wir sind jetzt so weit, dass die Stadtverordneten, Sie haben es ja vorhin auch eingangs erwähnt, entschieden haben, sie wollen eine Neubaulösung. Und wir sind jetzt dabei, die Innenstadt, die möglichen Innenstadtoptionen, die sich abzeichnen und aber auch die Osthafenoption, die die CDU favorisiert, noch einmal gründlich zu prüfen. Raumprogramme, ökologische Folgen, Betriebsabläufe, diese Dinge. Insofern sind wir schon sehr weit gekommen. Ich bin ehrlich gesagt angesichts der Komplexität des Themas zufrieden. Die Stabsstelle arbeitet weiter, sehr gründlich. Und was als nächstes anstehen würde, wäre eine Standortentscheidung durch das Parlament. Und dann würde ein Architekturwettbewerb der nächste Schritt sein. Und das Ganze natürlich im Dialog auch mit der Denkmalbehörde. Wie gesagt, ich bin sehr froh, dass wir jetzt Klarheit haben, dass das Glasfoyer unter Schutz gestellt ist. Und da bin ich auch wahnsinnig gespannt auf den Dialog, auf die Zusammenarbeit mit der Behörde, weil wir das natürlich zusammen entwickeln müssen. Ein Architekturwettbewerb wird dann natürlich spannend, ja, weil dann werden konkrete
Ideen oder werden Ideen konkret werden? Und all das, was wir heute angedeutet haben, worüber wir ansatzweise gesprochen haben, wird sich dann hoffentlich manifestieren. Denn das können wir als Nicht-Architekten natürlich nicht voraussehen. Wir haben unsere Fantasien, wir wissen, was eine Stadtgesellschaft ist oder meinen es zu wissen. Wir haben Vorstellungen, wie sie sich entwickeln sollte. Sie soll natürlich auch demokratisch bleiben. Wir haben noch gar nicht über die Spaltungstendenzen der Gesellschaft gesprochen, die uns sehr bedrohen. Und ich denke, dass offene Räume, öffentliche Räume, kulturelle Räume hier auch einen integrativen Wert haben, eine integrative Kraft entwickeln können in einer Stadt wie Frankfurt, in allen anderen Städten natürlich auch, dass wir diesen Prozess auch in diesem Sinne begreifen müssen. Es geht auch um den Erhalt unserer gewachsene Demokratie, die keine Selbstverständlichkeit ist, wie wir jetzt mit Blick auf bestimmte Kräfte an den Rändern beobachten, nicht nur in Deutschland, sondern auch außerhalb Deutschlands. Das ist ja in der Welt, im Moment geht es ja hoch her, was autoritäre Regime angeht. Also wir haben da wirklich eine große Aufgabe und ich möchte auch mit diesem Pathos mal sagen, also eine offene Gesellschaft braucht offene Räume und braucht offene Bühnen und das ist wirklich eine großartige Aufgabe, die natürlich in gebotener Gründlichkeit, auch angesichts der Kosten, die hier auf den Steuerzahler und die Steuerzahlerinnen zukommen, in gebotener Gründlichkeit geprüft und geplant werden muss. Ich würde damit gerne in eine kleine Schlussrunde gehen, beginnt bei Frau Breckner in Hamburg. Einfach mal eine Vision in 10 Jahren, ausgehend von dem, was Sie über die Frankfurter Situation wissen, was Sie aber auch international beobachten. Was ist Ihre Vision für die Bühnen, für Oper und Theater in Frankfurt in 10 Jahren? Also meine Vision ist, dass diese Räume noch ganz viel Entwicklungspotenzial haben und Erschließungspotenzial für unterschiedlichste Bevölkerungsgruppen, die sie heute nicht nutzen. Und ich denke, in dem Zusammenhang ist auch die Tatsache wichtig, die Frau Kekulacinen schon angesprochen hat, dass Theater muss auch die Stadt als Bühne, als Fläche erobern und begreifen und dadurch Schwellen abbauen. Und ich würde mir wünschen, gerade wegen der polarisierten Gesellschaft, dass dieser ganze Prozess, der in Frankfurt jetzt ansteht, insbesondere der Architekturwettbewerb, auch mit einem öffentlichen Dialog begleitet wird, wo verschiedenste Bevölkerungsgruppen ihre Meinung zu sagen können. Ich glaube, den Mut sollte man haben, um dann hinterher auch die Breite der Bevölkerung zu motivieren, diese neuen Gebäude, die hoffentlich sehr schön werden, zu nutzen. Herr Schaub von der Wirtschaftsinitiative, Ihre Vision, städtische Bühnen Frankfurt in 10 Jahren? Ja, ich hoffe, dass wir da sehr viel weiter sind und ich hoffe natürlich auch, dass eine kluge Entscheidung getroffen wird und dass sich relativ viele Leute in dem Thema engagieren, weil es ist einfach wichtig, Sie hatten es angesprochen, es sind ja auch mit Kosten verbunden, aber ich sage mal, es gibt auch kluge Möglichkeiten, inwiefern man zum Beispiel auch ich sag mal, Investoren dafür gewinnen kann, in diese Nutzung oder in eine Zweitnutzung zu gehen und dort vielleicht auch einen wesentlichen Beitrag dazu zu leisten, zu so einem Gebäude, in dem verschiedenartige Nutzungen halt möglich sind und dadurch natürlich auch Bürger und Bürgerinnen von der Stadt Frankfurt auch etwas zu entlasten. Also das heißt, für welche Investoren wäre das interessant? Na, es gibt internationale Investoren, für die dieser Standort, wo heute das Schauspiel steht, hochinteressant ist, ja, hochspannend ist. Und es gibt durchaus Überlegungen, wo man sich mal tatsächlich mal zusammensetzen kann. Also die IHK Frankfurt hat da kluge Ansichten, inwiefern man auch diese Flächen als mal dahingehend untersucht, was für ein Investitionspotenzial diese Flächen dort bergen. Und auf Basis dieses Investitionspotenzial, was andere oder nationale, internationale Investoren bereit wären, für die Bebauung einer solchen Fläche zu gewinnen, darauf aufbauen, dann halt gemeinsame Konzepte zu entwickeln. Ja, dass es sozusagen vielleicht mehrfache Nutzungen in einem Gebäude sind, ja, die verschiedene Funktionen wahrnehmen. Also ich meine, Sie haben es ja gesehen,
In Hamburg ist ein Hotel dabei, ne? Es könnten Büros dabei sein, es könnten Wohnungen dabei sein. Es gibt ja vielen, also in New York ist Kultur findet ganz klar in einem Hochhaus statt. Also es ist man dort gewohnt, weil man kennt den Wert dieser Flächen, die dort zur Verfügung stehen. Und ich glaube sozusagen, die Kreativität ist da noch nicht am Ende, sondern ganz am Anfang. Und und dann hoffe ich, dass wir wirklich als Region auch begreifen, was für eine große Chance in so einem Projekt steht. Also ich will jetzt nicht gleich die Demokratie retten, ja, vielleicht, ja, aber vielleicht müssen wir es tatsächlich, ja. Aber zumindest mal, es wäre ein Riesenschritt für diese Region, vor allem, wenn man sich überlegt, wie wollen wir die nächsten 20 Jahre gestalten? Was sind unsere Themen? Womit wollen wir uns profilieren? Was sind unsere Stärken? Wie wollen wir uns selbst wahrnehmen? Wie wollen wir von außen wahrgenommen werden? Wir haben sozusagen kulturell wirklich eine Menge zu bieten, aber so ein Projekt kann uns ja wirklich auch in die Spitzenklasse hieven. Und wenn man das so mit leuchtenden Augen macht, ja, und das Chancenpotenzial dieses Projektes sieht, dann hoffe ich, dass sozusagen der Wind, der uns dann unter den Flügeln entgegenweht, ja, dass der so viel Auftrieb gibt, dass wir hier für die gesamte Region eine Riesenchance nutzen. Falk Jäger in Berlin, Ihre Vision Städtische Bühnen Frankfurt 2030. Ja, drei Punkte. Das eine ist, dass ich mir natürlich eine tolle Architektur wünsche, die Leuchtturmcharakter hat, die international auch ausstrahlt. Aber ich denke, das Problem wird sein, dass man wieder an die Architekten einen ganz konventionellen Entwurfsauftrag gibt. Also bau mir ein Stück Musiktheater. So und so viel Zuschauer, so und so groß muss die Bühne sein und dann noch ein Stück Schauspieltheater, so und so groß und so und so. Also, dass man sozusagen wieder in dieses Staatstheaterdenken hineinkommt. Staatstheater klingt staatstragend und so ist es ja auch gedacht. Ich würde mir vorstellen, dass die Institution der Theaterleute diverser wird, dass man ganz unterschiedlichste Arten von Theater und Musiktheater entwickelt, große, kleine, laute, leise und wirre und klassische und so weiter, und dass die alle in so einem Theaterzentrum, müsste das ja dann sein, präsentiert werden könnten, also ein Theaterzentrum, in dem die verschiedensten Arten von Aufführungsorten bis hin zum Freilufttheater oben auf dem Dach zur Verfügung stehen, was man dann eben virtuos bespielen kann. Das könnte ich mir vorstellen als Vision. Und wenn sowas in die Richtung wenigstens laufen könnte, wäre schon für Frankfurt meines Erachtens ganz gut. Ina Hartwig, Ihre Vision von der Kulturmeile haben Sie schon dargestellt. Die kennen wir. Daher an Sie zum Schluss die Frage, was nehmen Sie heute Abend mit aus dieser Debatte für die weiteren Entscheidungsfindungen, Diskussionen? Welche Anregungen haben Sie heute gewonnen? Ja, vielen Dank für die schöne Frage. Ich nehme mit, dass wir weiter diskutieren müssen. Ich nehme es als Hoffnungszeichen, dass sich so wahnsinnig viele Menschen für dieses Projekt interessieren. Und ich glaube, das liegt schlichtweg daran, dass hier so viele Fragen und Energien zusammenkommen. Und wir müssen natürlich auch mit der jungen Generation sprechen. Wir müssen mit Menschen mit Migrationsgeschichte sprechen, die in Frankfurt bekanntermaßen sehr präsent sind. Wir müssen die Stadt in die Zukunft denken und wir müssen gleichzeitig aufpassen, dass wir nicht die gewachsenen Strukturen und Traditionen unnötigerweise über Bord werfen. Ich danke Ihnen allen ganz herzlich für diese angeregte Diskussion in unserem Bürgerdialog zur Zukunft der städtischen Bühnen, offene Bühnen, öffentliche Räume. Ina Hartwig, Kulturdezernentin der Stadt Frankfurt, Jörg Schaub, Geschäftsführer der Wirtschaftsinitiative Frankfurt-Rhein-Main, Ingrid Breckner, Soziologin und Leiterin des Arbeitsgebiets Stadt- und Regionalsoziologie an der Hafen-City-Universität in Berlin und der Architekturtheoretiker Professor Falk Jäger in Berlin. Und ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die uns Kommentare, Fragen und Anregungen geschrieben haben im Chat. Wir haben, glaube ich, einen großen Teil davon auch in der Diskussion aufgreifen können.
Diesen Bürgerdialog setzen wir Anfang kommenden Jahres fort mit einer Veranstaltung zur Frage, welche Bühnen für das 21. Jahrhundert. Da geht es dann um die Inhalte, um das, was Schauspiel und Oper tatsächlich machen und ihrerseits zur Offenheit beitragen. Für heute verabschieden wir uns aus dem Deutschen Architekturmuseum. Vielen Dank für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.